So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS17 auf der Map Gemeinde Rade. Und ich bin noch am Pflügen und der Oni drivet irgendwie durch die Gegend, habe ich gehört. Ich bin der Coolste, wenn ich cruise. Genau, du bist glaube ich gerade dabei, mit der Seemaschine zurückzufahren, ne? Ja, Genau. genau. Ich sehe gerade, du hast sie aufgefüllt, sehr Ja, schön. natürlich. Das begeistert mich voll und ganz. Soll ich sie wieder da hinstellen, wo ich sie her? Nee, du hattest sie ja am Ach Feld ja, stimmt, ich habe sie abgeholt. am Feld, Und ja. stell sie mal bitte, da ist ja die Ballenmaschine, Ja. die Kuhn, daneben. Daneben, okay. Daneben, genau. Da kannst du die eigentlich gut reinstellen. Direkt daneben, nicht hinten an die Wand, sondern direkt, ne? Ja, direkt daneben. Da Okay. hinten an der Wand ist ja die Ach stimmt, das ist die Werkstatt, Werkstatt. ja. Und wir wollen jetzt die Saatmaschine ja nicht reparieren oder so. Also von dem her. Ach, der Kescher steht ja hier, okay. Ja, genau. Du wolltest ja noch reinigen. Ja, Auch ich hätte es fast das vergessen. Fass vorne bitte nicht vergessen, ne? Ah ja, das sollte ich auch ablegen, ne? Nee, das kannst du dran lassen. Das brauchst du ja. Du wirst ja gleich den Düngerstreuer ranmachen. Und dass du dein Gegengewicht hast. Das ist ja mal dafür gedacht. Ich weiß nicht, das Prinzip der Gewichte wurde dir das schon mal erklärt, warum man vorne Das, immer ein Gewicht dran macht? warum es dran ist, verstehe ich ja. Auf jeden Fall. Ja, okay. Na, was soll ich jetzt sagen? Achso, ich dachte, das ist halt beim Streuer so Ja, ist halt denkend, immer wenn. besser, ne? Dann hast du halt die Traktion trotzdem noch vorne. Und dann springt der Trecker nicht so hin und her und so weiter. Das ist schon vernünftig, immer mit Gewicht zu fahren. Kann sein, dass Oh, das. ich. Ach, das ist Rost, okay. Kannst ja auch mal ein Das neues Fass Fass kaufen. ist ein bisschen gammelig, ja. Ja. Das hat sich der Chris letztens ausgesucht, als er da war. Oh. Der hat das irgendwo gebraucht gekauft, also. Der sagte hier, nimm das, nimm das. Und als es dann geliefert worden ist, dachte ich auch nur so, oh, ja, bitte. Ja, das. Naja. Aber so sind sie halt, ne? Aber naja. Kostet sich das eigentlich Geld? Nee, ne? Was, das Waschen? Ja. Nö. Glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich muss ich. Klar, kostet mich natürlich Wasser irgendwann Geld, wenn ich meine. Mit der Wasserrechnung. Aber jetzt so direkt, glaube ich nicht. Was haben wir mit Steuer stehen? Was hat das schon? Der müsste auch da irgendwo stehen. Da müsste, glaube ich, irgendwo der Frontlader stehen, Und auch in dem daneben, ne? Häuschen. Ja, genau. Genau, dann ist das. Düngerstreuer, nicht Miststreuer. Düngerstreuer meine ich ja. Ja, sieht ein bisschen anders aus, wenn ich ganz so weiß. Ja. Das sieht. Oh, das sieht gut aus. Feld 1 hast du gesagt, ne? Ja, genau, das fällt direkt am Hof. Was ist da die Zufahrt? Die ist einmal so um den Hof rumfahren. Da, okay. Oha, mein Trecker ist hier ganz schön am Pumpen gerade. So schlimm. Na, ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade gewendet und ich weiß nicht, da musste wahrscheinlich mal den Kompressor irgendwie, keine Ahnung. Hat so ein bisschen geklackert alles. Also, ich weiß nicht, was er da hatte. Ich kenne mich damit auch noch nicht so genau aus. So, ich glaube, dann ziehe ich doch mal wieder hier mein schönes Tool, ne? Dein schönes Tool. Achso, den GPS meinst du? Oder Genau. das GPS? Naja, klar, warum nicht? Wir wollen das ja, dass du es anständig machst, ne? Und nicht Natürlich. irgendwie fuscht. Das ist ja. Dafür hole ich mir andere Helfer, die fuschen Mal können. überlegen, wie ich das mache. Ich glaube, dann. Ernsthaft. Na, will nicht so richtig. Nee, wenn ich ganz so wie ich. Sonst macht das wieder so, natürlich. Oh, das ist. Ach so, ja gut, der nimmt immer nur die vier Himmelsrichtungen, ne? Als vorgegeben. Nee, du kannst auch ein bisschen schräger ansetzen. Ja, ich kann es selber drehen, aber wenn ich jetzt auf New klicke, nimmt er immer nur die Genau. Himmelsrichtungen, ne? Ja, dann muss ich es halt selber noch drehen. Ja, genau. Hat er echt so eine Arbeit. Oh. Schlecht. Oh, ja. Ganz schön groß. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen Dünger auf die Wiese daneben streuen, aber. Ja, das macht nichts. Die können wir dann ja irgendwann wieder abmähen und dann haben wir da auch unseren Ertrag. Das ist alles Genau. gut. Das ist alles nicht so schlimm. Dann kann ich hier direkt eine gerade Linie fahren.
So, ich muss mal gucken, dass ich jetzt hier sauber am Pflügen bin. Ich bin nämlich jetzt auch schon so fast fertig mit dem Feld. Ich hoffe, dass ich jetzt alles noch hier mitkriege. Aber ich glaube, das Feld geht bei mir hier gerade ein bisschen auseinander. Deswegen muss ich einmal kurz umsetzen. Ja, ich sehe das da schon. Muss dann wahrscheinlich doch nochmal in die eine Richtung. Oh. Ach, in die eine? Ja, in die, also einmal wieder zurück. Ich bin jetzt gerade vom hinteren Teil, fahre ich gerade nach vorne. Und dachte eigentlich, dass ich dann nicht mehr zurück... Ach doch, ich muss auf der anderen Seite auch nochmal hoch. Ah, fällt mir gerade ein. Okay. Also ich muss da nochmal hin und her wieder. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Immer so viel zu tun, ne? Ich habe noch ein bisschen was zu tun, ja. Warum? Nee, ich meinte immer so viel zu tun. Schlimm. Ach so, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Es ist, wenn ich nichts zu tun hätte... Dann wäre es auch, schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Das stimmt. Ich habe das jetzt auf der, also bei Old Streams. Ja, ja, ja. Wo ich da jetzt gestern noch mit einem anderen Helfer ein bisschen was gemacht habe. Da habe ich halt erst drei Felder. Also ich habe den Hof gekauft und da sind drei Felder dabei gewesen und halt noch ein paar Rasen- oder Grasfelder. Ja. Ja, Wiesen. Wiesen. Ja. Wiesen. Genau. Das ist Wiesen nennen. Ja. Ja. Da haben wir auch dann eigentlich nachher ziemlich wenig zu tun auf einmal. Das merkst du dann schon richtig. Man muss wissen, sich zu beschäftigen. Ja. Ne? Da hatte ich überlegt, auch ein Mähwerk zu kaufen, aber dann konnte ich mir nur das kleine kaufen und nicht das etwas größere und dann wollte ich es auch nicht. Ja. Obwohl, wenn du ein kleines Mähwerk hast, hast du wieder viel zu tun. Das stimmt, aber. Das ist mir ja doch zu viel. Ja. Auf der Straße, denn darf auch keiner sehen. Nee, das darf tatsächlich auch keiner sehen. Solange du den Düngerstreuer ausmachst, ja, beim Wenden auf der Straße. Das sowieso. Und nicht die Straße düngst. Warum nicht? Naja, das ist. Das mag der Bürgermeister nicht, wenn da überall diese weißen Kügelchen rumliegen. Kommt der Löwenzahn besser durch. Ja, genau. Müssen die Gemeindehelfer wieder so viel Unkraut entfernen. Hat der Uni hier schon wieder auf der Straße gestreut, hä? Ja, beziehungsweise werden die ja wahrscheinlich sagen, der Buatizian und sein Helfer wieder. Ja. Kommen, genau. Die machen schon wieder Shit hier. Wobei, du hast mich doch bestimmt schon wieder hier angeschwärzt bei denen. Die wissen doch bestimmt wieder sofort, wer was ist. Natürlich, natürlich. Ich habe gleich gesagt, hier, wenn ihr da irgendwas... Ja. Naja, man kann es ja nicht leugnen, ne? Also es wäre zwar schön, wenn ich sagen könnte, das war mein Helfer, aber dann sagen die auch, ja, es war dein Helfer. Ja, das ist es. Ja, das ist es. Das ist halt so, wenn man Chef ist, ne? Man ist dafür verantwortlich. Ja. Oh, und ich bin hier gerade dabei, den Knick abzuflügen, sehe ich gerade. Das habe ich ja gut gemacht. Ich wundere mich gerade so ein bisschen, warum das so wackelt und ruckelt. Dabei hatte ich den Flugverkehr drum. Einer meiner Helfer hat es jetzt, der hat auch selber einen kleinen privaten Hof. Ja. Er ist eigentlich ganz schön viel am Arbeiten, fällt mir gerade mal auf. Sein Hof, mein Hof und dann noch richtige Arbeit. Also, ne? Ja, manche kriegen den Hals nicht voll genug, ne? Ja, ich glaube auch. Der hat es jetzt mal, der hatte sein Mähwerk an den Mähdrescher angehangen. Hinten. Ja. Eine Mähdrescher. Mhm. Achso, zum Mitnehmen, ja. Okay. Und er hat es aber falsch rum angehangen. Und dann ist er auf einmal geflogen. Ach so, er wollte es vorne anhängen. Aber hinten, aber er hat es halt in der verkehrten Richtung irgendwie angehangen. Also falsch rum, hat er mir so erzählt. Und da ist er wohl ein bisschen geflogen. Okay. War es doch vorne? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall irgendwie ist Mähwerk falsch rum dran und dann. Ich könnte mir das gut vorstellen, dass er mit der Aufnahme, mit der Schnecke vorne ans Mähwerk rangefahren ist und nicht halt und nicht so, wie man es normalerweise machen würde und dadurch dann halt vielleicht eine kleine Kollision verursacht hat. Mhm. So, ja. Ja, Profis würde ich mal sagen. Ja, ne? Definitiv. Und du bist dir sicher, dass du das nicht warst? Ja. Ah, okay. 100 Pro. Ich lasse mein Mähwerk nämlich mal vorne dran.
Du fährst, die Straßen in Amerika sind so breit, da kannst du mit deinem 13 Meter Mähwerk so rüberfahren. Genau, ne? Allerdings hier in Deutschland habe ich auch schon gemerkt, dass, ich meine, da sind die Felder auch relativ klein, da brauche ich kein großes Mähwerk. Aber wenn ich mir mal so eins mit 6 Meter Arbeitsbreite nehme, was man da auch noch gut benutzen kann, dann muss ich auf jeden Fall schon mit dem Anhänger da transportieren. Ja, definitiv, weil ansonsten. Ja. Die Städte sind ja nicht immer ausgestorben. Ne? Manchmal ist dann wieder Berufsverkehr und dann kommen sie alle wieder nach Hause. Und ja, dann, das, die Straßen sind gegenüber Amerikas sind ja so eng. Ja. Da passt das gar nicht. Da komme ich wahrscheinlich mit dem Mähwerk gar nicht überall durch, wo ich hin möchte. Ja, okay. Dass das auf dem Feld liegt. Ja. Wie kommst du voran mit dem Düngen? Gut. Also ich denke, ich habe so knapp die Hälfte, habe ich. Ja, cool. Das ist gut. Ich bin auch gleich fertig mit dem Pflügen. Oh, hätte ich echt nicht gedacht, dass ich das heute komplett schaffe, das Feld. Ja. Aber doch, läuft sehr, sehr gut. Bist du gerade da? Ja, das sieht doch schon... Achso, ja gut, jetzt gerade spinnt mein GPS ein bisschen. Bist du nur am Rand der Karte angezeigt? Nee, ich bin auch... Achso, am Rand der Karte? Mhm. Okay, das ist ja merkwürdig. Also ich bin am Rand des Feldes entlang gefahren gerade, ja. Ja, also es kann sein, da dass das, halt. Weil das Feld ein bisschen außerhalb der GPS-Karte reicht. Ah, okay. Merkwürdig. Ah, hier schauen wir es aus. So. Oh ja. Wer weiß, was da wieder los ist. Wahrscheinlich ein Satellit wieder crasht. Ja. Hat wieder jemand gegen die Bordwand gepisst. Ist der Putzfrau wieder beim Putzen der Eimer umgekippt. Ja, genau. Im Serverraum. Hast du eigentlich Gravity gesehen? Den Film meinst du? Ja. Nee, tatsächlich nicht. Oh, den kann ich nur empfehlen, wo ich gerade nämlich gesagt hatte, dass das Lied gecrashed. Welchen Film habe ich denn gesehen mit diesen... Interstellar. Den habe ich, glaube ich, als letztes so richtigen neueren Sci-Fi-Film gesehen. Mhm. Auch ich wollte mir unbedingt nochmal Marsiana angucken. Ne? Das soll ja eigentlich auch ein ziemlich cooler Film sein. Mhm. Ich habe einen Teil gesehen, sage ich mal. Ah, hat er dir nicht gefallen, oder? Doch, aber ich bin zwischenzeitlich eingeschlafen. Also hat er dir nicht gefallen? Doch, aber ich war zu müde. Aber du hast ihn nicht ein zweites Mal noch angemacht? Bisher noch nicht, nein. Also hat er dir nicht gefallen? Ja, doch. Aber ich habe nur keine Lust, dann die Stelle rauszusuchen, wo ich war. Oder nochmal alles von vorne zu gucken. Das wäre wahrscheinlich eher sinnvoll. Ah, okay. Aber das... Ich gucke mir auf jeden Fall mal noch an. Ja, ich habe, der letzte Sci-Fi-Film, den ich gesehen habe, war ja eigentlich Star Wars. Ah, ja. Ah, ja, der war ja jetzt auch vor kurzem in den Kinos. Mhm. Da, das war auch sehr, sehr, sehr unterhaltsam, muss ich ganz ehrlich. Hast du den schon gesehen? Nein. Ich bin auch kein Star Wars-Typ eigentlich, muss ich sagen. Ah, okay, also würdest du dir den eh nicht angucken? Ich werde mir angucken, wenn ich einen Kollegen mal auf DVD hat oder er im Fernsehen kommt, aber ansonsten ich gehe nicht extra ins Kino. Ja. Ich glaube, läuft der überhaupt noch im Kino? Ich weiß gar nicht. Ich denke schon, der kam ja erst im Dezember raus, oder nicht? Ja, also ich glaube auch die großen Kinos, so wie Cinemax und so, die werden die wahrscheinlich noch in irgendeinem Saal laufen lassen. Mhm. Wir waren in einem kleineren Kino in Kiel, weil wir halt mal nicht ins Cinemax gehen. Man kennt es ja, ne? Das große Cinemax. Und da war er tatsächlich in der zweiten Woche, glaube ich. Ich glaube, da lief er nicht mehr. Ne, der lief nur 2 Wochen oder so bei denen. Oh. Weil die dann halt eher dann wieder die nächsten Filme machen. Mhm. Ja, da war auch, wir waren den 23. waren wir im Film drin, haben uns den angeguckt und da war der Kinosaal schon recht leer, obwohl wir halt zur Primetime waren. Mhm. Ja, also von dem her, es war auch, wir haben ihn auch nicht in 3D geguckt. Ich wollte mal nicht in 3D gucken. Ja. Irgendwie bin ich dieses 3D-Gucken satt. Ja, kennst du das? Ja, das kann ich verstehen, ja. Ja, ich habe zwar irgendwie so viele Filme in 3D gesehen, aber ich kann es verstehen. Ich habe, damals so dieser erste Film hier, Avatar, der damit angefangen hat, den fand ich richtig, richtig gut, weil irgendwie sah das auch richtig, richtig gut aus, was sie da gemacht haben. Ne? Mhm. Aber so, danach kam dann ja alles Mögliche in 3D. Mhm.
Und das hat dann irgendwann so ein bisschen an Qualität verloren auch. Ich weiß nicht, wo dann irgendwann Fluch der Karibik auch mit 3D ankam. Da dachte ich mir so, ja gut, dann reicht's auch, ne? Ja, genau. Wofür jetzt eigentlich, ja, ne? Also ich habe jetzt abgesehen. Avatar fand ich auch gut, aber auch nur wegen dem 3D. Ich fand den Film an sich nicht so toll, aber halt wegen dem 3D fand ich's cool. Was ich noch ganz gut fand, war, was ich gesehen hatte in 3D, war Resident Evil. Ich weiß aber jetzt gerade nicht, welcher Teil. Ja. Aber ich eben Teil in 3D gesehen. Das fand ich auch noch ganz cool. Aber ansonsten musste ich es jetzt nicht unbedingt haben. Ich glaube, Fast Five habe ich noch gesehen in 3D. Ist auch schon ewig her. Ja, ja, ja. Ah, da hätte ich es jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. So. Oder hier, oh Gott, wer heißt denn jetzt? Fantastische Tierwesen, wo man sie findet. Oder wie er heißt. Den habe ich vor kurzem auch noch in 3D. Fantastische Tierwesen? Hm? Sagt mir gar nichts. Das ist von, ja, im Prinzip so ein Harry Potter Vorgeschichte, bisschen. Also nicht wirklich auf Harry Potter eingehend, aber spielt halt in der Harry Potter Welt. Ah, okay. Und alles vor dem, was bei Harry passiert ist im Prinzip. Irgendwie so hieß es. Ja, okay. Habe ich bis jetzt noch nicht so die Ambition zu gehabt. Mhm. Tatsächlich ist Harry Potter habe ich gar nicht gesehen bis jetzt. Nicht einen einzigen Teil. Also mal angefangen irgendwie, glaube irgendein Teil, als er im Fernsehen kam, aber ja. Ich fand's nicht interessant. Also mich hat's nicht interessiert. Mhm. Mich hat's nicht. Du bist Harry Potter Fan oder? Fan würde ich nicht sagen. Ich guck's halt mal und manche Teile gucke ich auch recht gerne, aber ich bin jetzt kein Fan. Will ich jetzt nicht sagen. Hast du nicht den limitierten Zauberstab mit Registriernummer drauf? Doch. Der aussieht wie ein Zweig? Ich habe mir auch so eine kleine... wie ein Zweig frisch aus dem Wald. Ich habe mir auch so eine kleine Narbe nachtätowieren lassen auf der Stirn und so. Und ach so, ja. Extra öfters mal so eine kleine Brille auf und färbt mir die Haare dunkel und so. Aber ich bin jetzt kein Fan. Nee. Ja. Nein, also eigentlich... Nee. Wo gibt es noch Dünger? Auch beim Händler, oder? Ja, aber du brauchst eigentlich gar nicht mehr. Müsstest du jetzt nochmal auffüllen? Oder? Ja. Wie? Ah, okay. Weil wir sind eigentlich schon wieder so gut wie fertig. Also, wir sind eigentlich schon wieder fertig mit unserer Folge heute. Tatsächlich. Ja. Ich würde jetzt eigentlich nur nochmal die letzte Bahn hier ziehen auf meinem Feld. Mhm. Und dann wollte ich eigentlich Tschüss sagen. Ja. Beziehungsweise, ich bedanke mich erstmal ganz recht herzlich bei dir, dass du mich heute hier so unterstützt hast. Gerne. Dankeschön. Gerne. Und natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn du dann früher oder später nochmal wiederkommen würdest. Ja. Ne? Ja, wie sieht's denn morgen aus, Kappa? Nee, morgen noch nicht. Gut, ich lasse meinen Trecker erstmal ganz kurz, das heben wir nochmal an, beziehungsweise das kann ich mal einklappen alles hier. Ich stelle den dann hier beim Händler direkt ab, ne? Eben. Genau, oder auf dem Hof. Ja, je nachdem, ich bin jetzt fast beim Händler, deswegen. Ja, okay, ist auch in Ordnung. Guti, und bei euch bedanken wir uns natürlich auch ganz recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Danke dafür. Danke für die ganzen, fürs ganze Feedback, für die ganzen Likes, für die Kommentare. Dankeschön. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ne? Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns morgen bei einer weiteren Folge wieder. Bis dahin. Bye, bye. Tschüss.